katastrophal, ne? Also wirklich. Alles, der erste Eindruck von der Autobahn bis hierher, man sieht sehr, sehr viele Baumaschinen, ganz, ganz viele Baumaschinen, ganz viele Trecker auf der Straße unterwegs mit Mulden, Kippern. Die ganzen Einwohner oder auch Leute, die fangen an, ihre Höfe sauber zu machen, ihre Grundstücke. Ja, der erste Eindruck ist, hier wird was getan und es ist wirklich katastrophal, muss man jetzt sagen. Also ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe hier die Schule auf der Hinterseite besucht. Meine Eltern wohnen hier quasi direkt gegenüber. Wir sind betroffen und ich bin 41 Jahre alt und helfe seit dem Tag 1. Und wie geht's dir gerade? Ja, Hilfe wird überall benötigt. Ja, man realisiert das noch nicht ganz und man hofft nur, dass man halt Bekannte und Freunde nicht unter den Toten vorfindet oder was hört. Die Güter, die was jetzt hier gebraucht werden, das Wasser vor allen Dingen und auch das Desinfektionsmittel ist sehr wichtig, weil wir auch die Bereiche, wo auch die Schlafräume sind und auch die Sanitätseinheiten hier ständig desinfizieren müssen, um hier definitiv auch eine Basic von Hygiene zu haben, weil jetzt auch, man sieht es, man riecht es auch hier überall, riecht es nach Urin, Fäkalien. Und die Gefahr ist groß, dass jetzt dann demnächst die Ratten kommen, dass Läuse kommen. Und deswegen machen wir da drin, auch wo die Mitarbeiter schlafen, die freiwillige Helfer schlafen, Desinfektionen. Das heißt, das ist herzlich willkommen. Es ist wunderbar und da freuen wir uns ganz arg darüber. Also wir haben hier an der Alio-Schule, an der Grundschule hier in Ahrweiler Desinfektionsmittel abgegeben und Wasser noch. Und jetzt fahren wir halt weiter zu den nächsten Verteilstationen, was da benötigt wird. Die Situation ist jetzt die, dass wir von den Sammelstellen erstmal weggefahren sind, ein bisschen weiter rein ins Dorf, zu gucken, wo Hilfe gebraucht wird. Das haben wir dadurch erreicht, dass wir die Menschen wirklich gefragt haben und auch Leute beobachtet haben, die dann gehumpelt haben, weil wir haben ja Sanitäter mit, dass wir gesagt haben, wir fahren ein bisschen weiter die Straße hoch, da wo die Menschen auch wohnen und wo wir wissen, von einfach Nachbarschaftshilfe viel gefragt worden ist. Die haben mehr Informationen als die Helfer vor Ort. Das ist sehr, sehr unkoordiniert. Und wir versuchen jetzt einfach gerade unsere Hilfsgüter wie unsere Desinfektionsmittel an den Mann zu bekommen, damit hier, weil ja auch gerade hier extreme Seuchengefahr ist,